Hallöchen, meine gehobenen Freunde. Willkommen zurück zur neuen Folge Minecraft Spaßcast mit mir, dem gehobenen Aerosol HD. Denn ich habe mich natürlich in letzter Zeit wieder neu eingekleidet, habe mir neue Sneaker geholt, habe mir neue Krawatte bestellt, ja, plus nochmal einen freshen, nicen neuen Hut bestellt, der mir natürlich sehr gut zu meiner B-Note passt. Das merkt man ja sofort, ne? Schaut euch das mal an. Das ist einfach Style auf einem neuen Level, ja? Mit diesem kleinen gelben Strich über den lila Hut hinweg und über diese wunderschöne Krawatte hinweg sehe ich ja schon fast aus wie Lars oder so mit seinem Skin. Aber in echt bin ich ja Aerosol HD. Yeah, ich muss schon sagen, dieser Mod mit diesen komischen Kleidungsstücken und sowas ist eigentlich sehr nice. Aber es gibt natürlich ein anderes Thema, über was wir heute ganz besonders reden müssen. Denn es ist natürlich wieder ein tiefgreifendes Thema. Wie ihr natürlich alle wisst, ist etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert. Und zwar war ich nämlich krank. Ja, ich war tatsächlich krank und es sieht nämlich so aus. Ich war so krank, dass ich nicht in der Lage war, ein Video hochzuladen. Tatsächlich habe ich es jetzt nach 400 Videos tatsächlich mal wieder irgendwie hinbekommen, ja, ein Video mal nicht zu machen. Das muss man sich irgendwie auf der Zunge vergehen lassen. So circa 400 Videos, würde ich jetzt einfach mal schätzen, habe ich jeden Tag für euch gemacht. Jeden Tag, ja. Und dann habe ich es einmal vergessen, ja. Einmal habe ich ein Video nicht gemacht und dann gibt es immer noch so Leute, die in die Kommentare schreiben, oh, Roman, Alter, du hast das Video ja gar nicht raus gebracht. Wo bleibt dein Spaßgast? Das kann's ja nicht sein, du! Mann, Alter, ich sitze hier um 13 Uhr vor meinem PC und warte auf eine Folge Minecraft Spaßgast. Und dann kommt da einfach nichts. Ja, sag mal, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und solche Kommentare bekomme ich zwischendurch mal immer durch und ich sitze auf meinem Sofa und so ich kann nicht mehr. Und die Zuschauer, oh, wo bleibt meine Folge? Und ich so ich kann nicht mehr. Und die Zuschauer, ah! Wisst ihr, und das ist so das Leben, also das läuft halt eben meistens immer ab, wenn ich halt eben krank bin, ja. Das ist meistens immer, natürlich ist es ein bisschen überspielt, aber manche Leute nehmen das halt eben wirklich so, ne. Deswegen bin ich mir da meistens nie so sicher und ja, ne. Da werde ich euch gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Bevor wir natürlich wieder weiter mit dem Thema machen, möchte ich euch kurz zeigen, was ich hier gebaut habe. Und zwar habe ich nämlich, während ich ein bisschen krank war, habe ich mich natürlich auch in die Spaßkastenwelt gesetzt, weil ich nämlich noch versucht habe, etwas aufzunehmen, aber es hat nicht so richtig geklappt, weswegen ich wahrscheinlich euch einfach mal nur die Überreste hier zeigen kann, ja, was denn jetzt eigentlich passiert ist. Und zwar habe ich mich nämlich, als ich krank war, einfach mal hingesetzt und ein bisschen hier versucht, was zu bauen, ja. Ich habe hier nämlich gerade eben ein Plateau gebaut. Es war nämlich am Anfang immer so, dass wir hier einen Übergang hatten, ja. Wir hatten hier einen kleinen Holzweg, der bis nach da hinten geführt hat, wo wir dann im Endeffekt zu Mii, ihrem Zuhause, gehen konnten, ne. Falls ihr euch daran nicht mehr erinnern könnt, ich zeige euch das nochmal ganz geschwind, ja. Wir haben hier nochmal einen kleinen Grasweg gebaut, der natürlich sehr unnice aussieht, ja. Und dann kann man hier langlaufen, dann ist man hier gleich, ne, bei der guten alten Wohnung, die wir gebaut haben. Aber darum sollte es nämlich meistens nicht gehen, denn mein neues Projekt jetzt nach dieser Wohnung ist natürlich dieses wunderschöne kleine Wasserhaus, ja. Und zwar möchte ich nämlich ein Wasserhaus bauen, was irgendwie doppelstöckig ist, mit ganz vielen Fences und sowas, das so gehalten wird, ja. Und es sollte auf jeden Fall so aussehen. Warte mal, wir nehmen einfach mal, um das irgendwie besser darstellen zu können, nehmen wir mal ein paar kleine Holzsachen hier mit, ne. Und packen das jetzt einfach mal alles auf den Prüfstand, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir hier sozusagen so ein paar Fences haben, ne? Und dann werden wir hier irgendwie so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, so einen kleinen so einen kleinen Platz zwischen Fence und Haus lassen. Und wir bauen sozusagen das Haus, was wir benötigen. Das werde ich natürlich größtenteils wahrscheinlich offscreen bauen, ne? Werden wir dieses Haus sozusagen hier drinnen bauen. Und es wird so ein kleiner Abstand bleiben, damit wir das nicht so dran kleben, ja? Weil wenn das nämlich so gebaut wird, dann haben wir meistens immer diese komische Animation von diesen komischen Zäunen hier. Und das sieht dann irgendwie gar nicht mal so nice aus. Dann können wir theoretischerweise, können wir daraus nämlich ein cooles kleines Strandhaus bauen. Und das Allercoolste wird dann einfach sein, wir werden das auch einfach vermieten, ja. Genauso wie Mii ihr zu Hause, werden wir einfach das hier dann auch vermieten, ne. Weil es gibt doch bestimmt irgendjemanden hier auf der Welt, ja, im Minecraft hier Spaßkasten, ja, der irgendwie Bock hat, irgendwie so ein kleines Strandhaus vielleicht zu mieten. Und da müssen wir natürlich überlegen, wie das so ist. Aber kommen wir einfach mal zurück zu dem kleinen Thema, was ich ja davor schon mal angesprochen habe. Und zwar, das Krankwerden als YouTuber. Es ist schon ganz schön heftig, krank zu werden und dann irgendwie das Gefühl zu haben, oh, 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 ich kann kein Video bringen, ja, oh, ich kann kein Video bringen, ist meistens sogar der Untergang für viele Leute, weswegen ich meistens halt eben nie weiß, was ich tun soll, denn manchmal fühlt man sich als YouTuber nämlich so krank, dann weiß man gar nicht, oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Und aus Reflex geht man eigentlich meistens immer ein Video machen, aber ich saß dann am PC und habe mich so gefühlt, weißt du, oh,
wenn ihr versteht, was ich meine, ja? Weil manchmal, wenn man wirklich so krank ist, dass einem schon schlecht wird, ja? Normalerweise ist es ja so, manchmal wird man ja krank und dann hat man erstens keinen Bock mehr zu essen, ja? Bei mir war das auf jeden Fall so, ja? Ich bin aufgestanden, hat keinen Bock auf Frühstück, keinen Bock auf gar nichts, mein Kopf hat gebrannt bis zum geht nicht mehr, ja? Normalerweise nehme ich meine Folgen nämlich meistens immer morgens auf und sowas in der Art, so ganz gechillt, chill, Reno, Valentina, oder? Und auf jeden Fall ist da meistens auch immer alles in Ordnung. Das Problem allerdings ist halt eben, dass diesen Morgen bin ich aufgestanden und mein Kopf hat gebrannt bis zum geht nicht mehr. Und ich habe mir nur so gedacht, ja, okay, gut, vielleicht bist du heute mit ein bisschen mehr Kopfschmerzen aufgestanden. Wird doch schon passen. Mach dir da jetzt nicht unbedingt einen großen Bären draus, Roman. Sei jetzt nicht so ein Bär, ja, habe ich mir selber gesagt. Und dann auf jeden Fall bin ich dann aufgestanden, zum PC gelaufen und dann hat es angefangen mit so, als ob man betrunken wäre. Kennt ihr das irgendwie? Wenn man sich irgendwie, wenn man so schwach ist, dass man irgendwie sich so ein bisschen, dass man so richtig taumelt, ja? Und dann fühlt es sich fast so an, als ob man betrunken wäre oder sowas in der Art, ne? Und das ist auf jeden Fall das, was mich am meisten halt eben ein bisschen kaputt gemacht hat. Und da habe ich mir einfach gesagt, weißt du was, Roman, leg dich jetzt einfach hin und dann machst du jetzt einfach mal heute kein Video. Die Zuschauer werden es dir schon nicht übel nehmen. Und dann um 13 Uhr hat es aber angefangen und alle Zuschauer dann so, was rieche ich denn da? Ist das etwa kein neues Video von Arizona HD? Und dann... Und dann ging es richtig los. Ihr kennt ja, wie das ist. Das Leben ist hart. Und was soll man denn dagegen machen, ne? Und da habe ich mir halt eben im Bett so gedacht, ja, was soll man denn da machen, wisst ihr? Und dann ist auf jeden Fall alles in die Hose gegangen. Und da habe ich mir halt eben selber gesagt, ja, what the fishery do? Was soll man denn da machen, ne? Und deswegen ist das Leben jetzt halt eben so, wie es ist. Und wir haben halt eben eine Spaßkastenfolge am Mittwoch jetzt mal nicht gehabt. Ich hoffe, warte mal, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so ernst, dass ich es mir einfach mal so als Gönnung gegeben habe, einen Tag Pause zu machen. Es tut mir so leid. Nein, war ein Spaß, ja. Ich werde mir ab jetzt einfach immer Pause nehmen, wenn es mir schlecht geht, weil die Gesundheit geht nämlich immer vor und die Leute, die spaßkastensüchtig sind, können auch mal einen Tag warten. Das ist kein Problem. So, auf jeden Fall habe ich euch jetzt mal ein bisschen erklärt, wie das hier denn eigentlich alles aussieht mit diesem komischen Gerüst, was wir hier gebaut haben. Ich werde wahrscheinlich versuchen, mit den komischen Gläsern und sowas in der Art hier nochmal richtig nice Fenster oder sowas hinzubauen, ja. Damit wir hier vielleicht ein glasiges Abenteuer oder sowas in der Art haben. Und hier, wenn wir so einen richtig nice Wintergarten machen, mit dem wir die Wertsteigerung von dieser Immobilie auf 200 Milliarden Dollar erhöhen werden. Weil ich bin nämlich jetzt ein Geschäftsmann mit meinem Zylinder, schon gemerkt. Haha. So, auf jeden Fall können wir natürlich heute natürlich was machen, worauf sich so viele Leute, da haben so viele Leute drauf gewartet, das habe ich euch jetzt einfach mal gegönnt. Und zwar gehen wir nämlich einfach mal heute, ihr dürft es erraten, und zwar gehen wir nämlich zum Briefkasten. Wir tun es einfach wirklich. Wir gehen jetzt zum Briefkasten und gönnen uns einfach mal einen Brief. Weil viele Leute finden nämlich den Briefkasten so cool, da habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, alles klar, lesen wir mal wieder neue Briefe. Was ist denn da so drin? Oh, Geschenk für deinen Oh, von mir sogar. Nice. Subject ist Geschenk für deinen Einkauf. Hallo Roman, dafür, dass du damals meinen Po gerettet hast und mich bei dir aufgenommen hast, bedanke ich mich bei dir und mit meinem neuesten Item. Es ist brandneu bei mir gestern angekommen. Nimm es und konfiguriere es direkt bei mir im Laden. Wow, das ist aber super cool. Okay, es gibt noch eine dritte Seite, aber da steht leider nichts drauf. Aber wir haben hier Wings Component bekommen. Oh, das sind diese Flügel, die so mega teuer sind. Alter, die hat uns das einfach geschenkt, weil wir hier einfach dieses Ding da vermietet haben. Seht ihr, Leute? Ich hab's doch gewusst. Immer wenn wir mehrere Häuser bauen und sowas in der Art und das dann wiederum vermieten, ne, dann bekommen wir immer mehr Freunde, die uns immer viele coole Sachen schenken können. Mann, das ist ja mal mega nice, cool. Das heißt, wir müssen jetzt definitiv mal kurz in die Stadt gehen und mal schauen, ob wir diese Flügel irgendwie konfigurieren können. Weil wir als sehr gehobener Mann können natürlich in dieser Stadt sehr gut aussehen. Auffallen. Hallo, werte Lady, was ist denn mit Ihnen los? Haben Sie etwa nicht die neuesten Schuhe wie ich von Gucci oder von Prada? Gucci, Prada. Waiting for a job? Ach so, du arme, werte Dame, du wartest auf einen Job? Ach so, okay, es tut mir leid, Kelly W. Krug. Du bist wahrscheinlich gerade eben auf Jobsuche. Okay, es tut mir leid, dafür weiterhin viel Spaß. Ah, das heißt also, man muss dir irgendwie einen Job holen. Okay, das heißt also, wir müssen in unserer Stadt auch noch ein bisschen was ändern, ja? Statt die ganze Zeit irgendwie vielleicht sogar Mieträume oder sowas zu bauen, sollten wir vielleicht sogar eine kleine Firma oder sowas in der Art bauen, wo die Leute irgendwie arbeiten können. Vielleicht wäre das sogar eine gute Idee. Naja, aber als erstes gehen wir erstmal mit unseren kleinen Flügeln in den guten alten Shoveridino. Oh, guck mal, da ist sogar noch ein Bauarbeiter, der noch kein Huhn ist, ja? Und da hinten sind, glaube ich, auch noch ein paar. Guck mal, es gibt noch ein paar Bauarbeiter, die noch keine Hühner sind, aber wir haben ja nochmal in der letzten Folge ein bisschen was mit Stress gehabt bezüglich Hühnern, aber das ist jetzt auch erstmal ein Thema, wo wir erstmal in der nächsten Folge oder sowas drüber reden werden oder vielleicht später, denn wir sind jetzt erstmal wieder in unserem Lieblingsshop. Hi, Mi! Alles klar, bei dir, danke für dein Geschenk. Ich habe es übrigens bekommen. Schau dir das an. Mal gucken, was hier jetzt mit unserem
ihren kleinen wunderschönen Flügel machen können. So, die können wir, glaube ich, hier erstmal ein bisschen einfärben. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Farbe ich das machen soll, aber wahrscheinlich werde ich sie grün und blau machen oder grün und schwarz machen, ja, so wie der gute alte Aerosol, ja, könnte ja vielleicht sogar funktionieren. Ich finde sogar, das sieht sogar vielleicht sogar sehr, sehr nice aus, ja. Wir könnten vielleicht hier so einen kleinen Grünstich so machen, die sehen dann vielleicht ein bisschen giftiger aus. Schauen wir uns die mal an. Ah, Mamma de mia, de Pizzeria, schaut euch mal diese Flügel an. Hoho, okay, cool. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus und ich glaube, jetzt können wir theoretischerweise, wenn wir richtig schlau sind, können wir unsere Tie mit diesem komischen Ding miteinander kombinieren bei dem Combinator-Dingsterbumster, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich funktioniert. Schauen wir mal kurz rein. Nein, es funktioniert leider nicht, aber guckt euch das mal an, wenn wir das hier reinlegen, dann haben wir hier eine kleine Animation, da drinnen liegen jetzt einfach die Flügel. What the fishery do? Das ist ja mal voll heftig. Cool. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz zu dem Variable Assembler und ich glaube, wenn man das hier zusammen mit unserem kleinen Ding da reinpackt, dürfte das vielleicht funktionieren. Hallo? Wieso funktioniert das nicht? Ah, weil das wahrscheinlich kein Variable Dingsterbumster ist. Okay, gut. Das heißt also, wenn wir das jetzt hier reinmachen, dann wird es zu einem Variable Dingsterbumster und das heißt also, wenn wir das jetzt zum Beispiel anziehen würden, dann wären wir wahrscheinlich zu einem Drachen. Wow, das sieht ja mal mega nice aus. Diese Flügel sehen ja mal ultra aus. Schaut euch das mal an. Also nachts können wir theoretischerweise zu einer Bestie werden. Und tagsüber sind wir natürlich ein kleiner Geschäftsmann. Haha, sie wollen eine Wohnung mieten für 3 Millionen Dollar? Kein Problem, ich habe da noch was frei. Okay, cool. Das heißt also, wir werden uns wahrscheinlich erstmal mit den guten alten kleinen Flügeln erstmal zufriedenstellen, weil die guten alten Flügeln, ihr wisst Bescheid, schlau malau, ja, 30, 40.000, mit denen kann man bestimmt gut fliegen. Super. Oh, yo, what the fish? Habt ihr das gerade eben gesehen? Wie heftig geht das denn ab? Warte mal, wir springen mal kurz ab. Alter, also ich muss schon sagen, das ist ein sehr nices Fluggefühl. Guckt euch das mal an, wie nice das sogar hier aussieht. Das sieht sogar wie aus dem Film sieht das aus, ne? Also über die Spaßkasten City zu fliegen, ist auch meistens immer das Allerspaßigste, was ich mir meistens immer so vorstellen kann. Das hat natürlich eine sehr nice Animation, muss ich schon sagen. Wow, das ist, glaube ich, sogar wirklich etwas, ja? Was wir vielleicht sogar in unserem Lidl anbieten müssen. Unbedingt irgendwas zum Fliegen, damit die Leute in unserer Stadt einfach fliegen können. Das wäre ja mal mega nice. Guckt euch das mal an, wie schön und majestätisch wir über diese Stadt hier fliegen können. Ich sehe zwar aus wie ein komisches Monster, der irgendwie über diese Stadt fliegt, aber ich würde mal sagen, wir werden das Ding einfach mal nicht in der Stadt benutzen, weil es nämlich irgendwie nicht so ordentlich aussieht, ja? Weil wenn ihr zum Beispiel jetzt in die Stadt gehen würdet, ein bisschen shoppen gehen würdet, irgendwo, keine Ahnung, bei H&M oder sowas in der Art, und dann kommt da auf einmal so ein Typ mit so Flügeln an, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen beängstigend, denn, ihr versteht, was ich meine, ne? Und deswegen werden wir das wahrscheinlich auch nicht in der Stadt einrichten. Okay, cool. Auf jeden Fall werden wir mal kurz in unserem eigenen Oh nein, was ist mit dir passiert, mein Leiterverkäufer? Du kleines grünes Hühnchen, geht's dir denn überhaupt noch gut? Hey Roman, kannst du mir erklären, warum ich wie ein Hühnchen aussehe? Hat das jetzt irgendwie einen Grund oder sollte ich mir da jetzt irgendwie Sorgen machen? Oh Gott, naja, hör zu. Wir haben in der Zeit so ein kleines Problemchen. Also, falls dir jemand Hühnerfutter oder sowas in der Art anbietet, ne, nimm es nicht an. Ganz, ganz wichtig, ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo du mir zuhören musst. Hä? Okay, aber das ist jetzt aber eine komische Ansage. Denn mir wurde ein Futtertest in den Briefkasten gelegt. Aber wenn du das sagst, dann werde ich das natürlich lassen. Gib mir Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Oh, okay. Das heißt also, es gibt Futterteste in irgendwelchen komischen Briefkästen? Willst du mich eigentlich gerade eben veräppeln? Und warum ist mein Bobbing ausgeschaltet? Wer hat mein Bobbing ausgeschaltet? Das Bobbing muss an sein. Ich glaube, die Flügel machen sogar das Bobbing aus. What the fish? Oh nein, es werden GM Chicken Feeds in den komischen Briefkästen reingelegt. Wisst ihr, was das bedeutet, Freunde? Oh, das ist überhaupt nicht gut, Alter. Das heißt also, irgendein komischer Typ hier läuft wahrscheinlich herum und verteilt irgendwelche kostenlosen... Oh, es gibt noch mehr davon. Okay, es gibt also irgendjemanden, der irgendwelche Futterproben verteilt. Und diese Futterproben sind dafür da, um die Hühnchen zum Explodieren zu lassen. Und falls ihr das irgendwie noch nicht kennt, mit dem Hühnchen explodieren lassen, ich zeige euch das gleich einfach mal. Hat der hier was? Okay, gut, der Stevo ist natürlich nochmal ein bisschen neutral, glaube ich, gegenüber den anderen. Okay, die Bauarbeiter sind auch noch alle in Ordnung, aber ich glaube, die Hühnchenepidemie, die nimmt, glaube ich, ein bisschen zu. Wir müssen natürlich auf die anderen Dingsterbums, auf die anderen Briefkästen alle natürlich aufpassen. Ist da natürlich, ist da was im Elbe-Einkaufszentrum? Okay, da ist natürlich auch noch nichts drin. Okay, ich hoffe einfach mal, dass die anderen da, glaube ich, noch nicht so viele Futterproben oder sowas in der Art bekommen haben. Da ist auch zum Glück alles leer. Okay, das sieht auf jeden Fall, glaube ich, alles sehr gut. Oh nein, da ist auch noch eins drin bei den Schleimoberts, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier im Rathaus gibt es, oh nein, da ist auch noch eins drin. Oh, oh, irgendjemand hat diese giftigen Futterproben hier bei uns. Oh nein, das ist hier wirklich überall. Diese giftigen Futterproben sind ja das Allerschlimmste, was es überhaupt
überhaupt nur gibt, Alter. Ich muss da natürlich dafür sorgen, dass da jetzt unbedingt alle irgendwie schleunigst entfernt werden, damit wir da keine Probleme haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Dinger sind ja überall. Okay, okay, okay. Ich werde mich, glaube ich, natürlich später nochmal hinsetzen, ne? Und nochmal dafür sorgen, dass ich da natürlich allen in der Stadt Bescheid sage, dass die das unbedingt nicht essen sollen. Und falls ihr übrigens nicht wisst, wie das funktioniert, ich demonstriere euch das einfach mal. Weil geht man nämlich zu so einem kleinen Chicken wie dem hier kurz hin und sagt, hallo Chicken, ja? Weil Chicken sind ja meistens immer gefräßig, ja? Die essen ja eigentlich alles, was denen sozusagen in die Quere kommt, ja? Und wenn man theoretischerweise mit so einem kleinen, super tollen Testfutter ankommt und sagt, hey, kleines Hühnchen, willst du mal mein kleines, tolles Körnchen hier essen? Dann haben wir das Problem, dass diese Hühnchen in die Luft fliegen und einfach so explodieren. Und das ist das, was ich meine. Und es werden ganz viele komische Geräusche kommen. Und wenn das irgendwann mal passiert, dann dürften vielleicht irgendwie alle in der Stadt irgendwie Probleme bekommen. Und dadurch könnten vielleicht alle Menschen in der Stadt ausgelöscht werden. Und das könnte vielleicht ein riesiges Problem sein. Und ich habe bis heute immer noch nicht so richtig den Plan, wie ich das irgendwie beenden kann. Ich brauche irgendjemanden, mit dem ich reden kann, mit dem ich sozusagen diese Epidemie beenden kann. Aber wer ist theoretischerweise ein kleiner Hühnerkönig? Habt ihr da vielleicht eine Idee? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, dass die Folge euch heute gefallen hat. Falls ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!